Sie haben eine ärztliche Versorgung, die besser ist wie in vielen der Regionen in Syrien. Sie haben eine warme Verpflegung. Sie haben Kinderärzte, Zahnärzte. Sie haben ein OVD nachts. Sie haben eine Anlaufstelle. Aber das schafft uns Probleme. Wenn an der Essensausgabe 600 Portionen geplant sind und 1000 werden ausgegeben, wissen wir, hier stimmt was nicht. Aber jetzt finden Sie diese Menschen. Wir können sie nicht unterscheiden von der Hauptfarbe. Sie wehren sich natürlich. Und vor diesem Hintergrund habe ich vor 4 Wochen veranlasst und die Vorarbeiten laufen. Wir müssen Lebach auf die Dauer entlasten und wir müssen versuchen, so schwer es fällt, und das geht nur, wenn der Zufluss aufhört, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen verteilt werden. Wir werden aus diesem Grunde keine zweite Aufnahmestelle schaffen, aber eine Dependance mit Übernachtungsmöglichkeiten, gut organisiert und bestens vorbereitet. Dies wird sein auf dem Gelände der RAG in Hirschbach. Wir haben dort 3 Liegenschaften besichtigt, die Arbeiten haben begonnen. Wir können dort in Etagenbetten wohl geordnet, in Zimmern von 30 bis 40 Quadratmetern, damit etwas Privatsphäre entsteht, letztendlich, wenn wir das Stück für Stück aufbauen, 500 bis 1000 Menschen nach und nach unterbringen. Das schafft so einen logistischen Aufwand, weil wir sie registrieren wollen. Und das Entscheidende ist für uns alle. Und deshalb bei allem Verständnis für einige abstrakte Äußerungen. Integration kann nur dann funktionieren, wenn wir geordnet empfangen, wenn wir vorregistrieren, wenn wir registrieren, wenn wir untersuchen. Wenn Sie auf den Telefonschaltkonferenzen hören, was los ist an Krankheiten. Viele dieser Hunderttausende, die bei uns sind, sind nie untersucht worden. Stellen Sie sich große Länder vor wie Nordrhein-Westfalen und Bayern. Kein Mensch weiß, wie viele Menschen da sind. Sie sind nicht untersucht. Jetzt schauen Sie mal, wie Sie zu diesen Menschen kommen. Und Sie kommen nicht alle zu den Bussen. Wir haben nämlich eine Entwicklung, die sehr problematisch ist. Wir haben die Entwicklung, dass die Menschen teilweise machen, was sie wollen. Wir haben ungeordnete, wilde Asylströme durch Deutschland. Wir schicken die Menschen aus der Landesaufnahmestelle Lebach nach Trier, sie kommen zurück. Die einen steigen vorne ein, gehen hinten raus. Andere kommen aus Hamburg zu uns, weil unsere Ärzte einen guten Ruf haben. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten zu bewältigen, die man nicht unterschätzen darf. Ich bin froh und dankbar, dass ich den Rückhalt dieses Kabinetts habe, den Rückhalt des Landtages und meiner Leute. Wir sind noch nicht überfordert. Wir haben es im Griff, aber man kann nie sagen, wie lange. Was bedeutet dies angesichts der Situation ganz konkret für unser Saarland? Zahlen sind Zahlen. Man braucht vor Zahlen keine Angst zu haben. Aber wir haben die Situation, dass ich in großer Sorge bin. Ich bin deshalb in Sorge. Zunächst einmal, aus den Erfahrungen im Lager muss man feststellen, wir werden alle gefordert sein. Wenn jemand glaubt, diese Integration geht problemlos, der irrt. Wir haben sehr viele negative Erfahrungen sammeln müssen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich darüber rede. Aber zur Wahrheit gehört die ganze Wahrheit. Kommen Sie mal zu uns ins Lager und schauen Sie mal, mit welcher Anspruchsmentalität der ein oder andere seine Rechte formuliert. Hören Sie sich mal zu, wie die Frauen beleidigt werden. Schauen Sie mal, wie man um die Lebensmittel kämpft, obwohl man nicht an der Reihe ist. Schauen Sie mal, wie Bänder zerrissen werden und Menschen weggedrängt werden. Hören Sie mal die Lebacher, wie es im Schwimmbad zugeht. Wir haben leider Gottes auch Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten. Das wird ganz schwierig, aber es ist zu machen. Nur deutlich muss werden, und das versuchen wir im Aufnahmelager, ist hier mit mäßigem Erfolg. Wenn unsere Frauen das Essen nicht mehr ausgeben können, weil sie unrein sind und die anderen das nicht essen wollen, dann schafft das Probleme. Und das in einem täglichen Ablauf von beinahe 4000 Menschen. Wir müssen das permanent umorganisieren, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ein Schmankerl mal am Rande, damit Sie nicht zu ernst schauen. Wir haben uns gewundert, wie viele mit den Maßschuhen durch das Lager gehen, haben dann bei der Polizei erfahren, Zalando dort über 650 Strafanzeigen. Das heißt, der andere, ein oder andere ist durchaus clever, weiß das System zu nutzen. Hauptproblem in diesen Dingen, was der Verstoß gegen die Gesetze angeht, ist auch eine steigende Aggressivität. Die Menschen weigern sich, den Easy-Schlüssel anzuerkennen. Und das darf nicht passieren.
Wenn der Verteilungsmodus in Deutschland zusammenklappt und wir kämpfen jeden Tag zweimal darum auf den Telefonschaltkonferenzen, dann haben wir verloren. Das darf nicht passieren und ich bin sicher, es wird nicht passieren. Die Verweigerung von Handschlägen von unseren Leuten sind die Frauen gewohnt. Ich muss daran erinnern und ich bin froh. Wir haben den Artikel 18 des Grundgesetzes. Da steht drin im Kommentar, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Integration ja, aber als Innenminister dieses Landes habe ich Verantwortung für die Landesaufnahmestelle und auch für die innere Sicherheit und Ordnung. Die innere Sicherheit und Ordnung ist in einigen Bundesländern gefährdet, weil kein Mensch weiß, wie viele Leute da sind. Sie sehen, es kommt einiges auf uns zu. Es ist unstrittig. Wir brauchen diese Menschen. Finanziell für ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland überhaupt kein Problem. Aber ich bitte um Verständnis, das weiß jeder. Wir brauchen Zeit. Wir bräuchten eine Pause. Wir kriegen sie nicht. Nach den Informationen von heute Morgen wird geschätzt, dass die Österreicher über 20.000 Menschen an der Grenze haben. Was die Solidarität von Europa angeht, gebe ich der Frau Ministerin recht. Die Österreicher sagen uns, sie schicken alle 2 Stunden ganz konzentriert die Züge, verteilen über Apps aber dann die Möglichkeiten, wie die Menschen über die grüne Grenze kommen. Das heißt, es gibt leider Gottes ganz wenig. Damit wir jetzt einmal sehen, was auf uns zukommt, wie wir es handeln müssen und können, gebe ich Ihnen die Zahlen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ab heute noch 5.000 Menschen im Saarland verteilen müssen, dann bedeutet das bis Dezember für die Landeshauptstadt Saarbrücken 414, für den Regionalverband Saarbrücken 621, für den Landkreis Merzig-Schwadern 652, für den Landkreis Neunkirchen 652, für den Landkreis Saarlouis 1168, für den Pfalzkreis insgesamt 917 und für den Landkreis St. Wendel 579. Ich lese Ihnen lieber nicht die Zahlen vor, wenn der Familiennachschlag kommt. Eine Person und 2 Kinder. Man weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie kommen, aber sie kommen. Da die Erfahrung zeigt, dass bei 80% der Syrer, die die Anerkennung bekommen, eine logische Sekunde nach der Anerkennung der Zuzugsantrag gestellt wird. Und da sind wir, wenn ich Ihnen vorher gesagt habe, wir verteilen 5.000 Menschen, in kurzer Zeit wird 12.000. Es ist das erste Anfang für die nächsten 3 Monate. Jetzt gehen wir auf das Jahr 2016 bei den Schätzungen, wenn die Situation so weitergeht. Dann kriegt die Landeshauptstadt zusätzlich 994, der Regionalverband 1489, der Landkreis Merzig 565, der Landkreis Neunkirchen 1564, Landkreis Saarlouis 2802, der Saar-Pfalz-Kreis 2200, der Landkreis St. Wendel 1390. Rechnen wir minimal den Zuzug, kommen wir also auf eine Zahl in 1,5 Jahren, wenn es so kommen sollte, auf 40.000. Wie viele Wohnungen haben wir in diesem Land? Wohin mit den Menschen? Wir haben zurzeit 700 freie Wohnungen gemeldet durch die Kommunen. Wir können es schaffen. Wir haben nämlich 20.000 bis 22.000 Leerstände. Es muss gelingen, an diese Leerstände zu kommen. Es muss gelingen, noch schneller zu arbeiten. Es muss gelingen, zu mieten. Wir haben die Mietgarantie von 10 Jahren, 8 Euro. Die Diskussion, ob das gerecht oder nicht gerecht ist, völlig verfehlt. Die Menschen, die unter sind, haben einen Anspruch, sie haben ein Heim über dem Kopf. Die Menschen, die in den Garagen, teilweise in den Notunterkünften wohnen, in anderen Ländern, haben dies nicht. Deshalb nach wie vor mein Appell, wie die Ministerpräsidentin gesagt hat, es muss schneller gehen. Wir werden zuweisen. Sie kennen die Zahlen. Man darf nicht erschrecken. Wir haben eine Chance und wir können es machen. Und ich zitiere einmal, was ein berühmter und guter Mann gesagt hat, Erich Kästner. Er hat gesagt, Lawinen haben nicht die Gewohnheit, auf halbem Wege stillzustehen und Vernunft anzunehmen. Dies ist eines der historischen Naturgesetze, die sich haben entdecken lassen. Das heißt, machen wir uns nicht bange. Denken wir aber realistisch, was wir brauchen. Es gibt keine Integration, weder in der Schule, noch im Unterricht, noch im Beruf. Wenn die Menschen kein Dach über dem Kopf haben, dann haben wir es nicht geschafft. Diese Landesregierung hat bisher von Anfang an, im Gegensatz zu vielen anderen, getragen durch das Parlament, einstimmig dafür Sorge getragen, dass wir es regeln konnten. Drücken Sie uns die Daumen, dass es so klappt. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit.